Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen mit zum Deck und dem zweiten neuen Part. Samaiten Mara mit dem Zwergenfürst. Wir müssten jetzt alles Material zusammen haben. Silberbarren haben wir jetzt schon geschmiedet. Inventar hier. Irgendwo müssten wir jetzt den Hammer. Katalog. Seltener Hammer, da haben wir jetzt alles zusammen. Zwei Silberbarren, 8 Holz, 5 Metall. Okay, das kann ich hier scheinbar gerade noch nicht machen. Kannst du mir das machen? Kannst du mir das, wenn ich mit dir spreche? Liebes Ding zu bauen? Okay, ja, das ist ja älter Dialog. Müssen wir vielleicht zu unserer Insel zurück. Das können wir bestimmt, also garantiert können wir das bei uns im Haus drin, auf der Heimatinsel. Hier können wir es wahrscheinlich nicht machen, wie es ausschaut. So wie es ausschaut, können wir hier auf der auf Kris bei der Schmieden das nicht tun. Okay, dann haben wir heute einen Hammer und dann können wir mit dem verstärkten, mit dem seltenen Hammer zurück zur Vulkaninsel und können dort weitermachen in der Hauptstory. So sieht's aus, dann kommen wir da mal voran heute. Dann bauen wir mit der Roboterdame ein paar Roboter. Ja, die Namen vergesse ich immer wieder leicht. So, jetzt mal schnell zur Heimatinsel. Die ist nicht so weit weg. Da müssen wir keine Abkürzung nehmen. Zur Vulkaninsel können wir machen. Da können wir ein bisschen Weg sparen, ein bisschen Zeit sparen. Aber jetzt hier von Quilis zur Heimatinsel. Das ist wirklich nicht weit. Das ist jetzt. Das ist keine Ursache. Das ging wir hier relativ schnell hin mit dem Boot. Da haben wir so schon die Heimatinsel. Dann bauen wir uns mal einen Hammer. Seltener Hammer. Das ist dann auch scheinbar die letzte, die finale Hammer-Version. Das heißt, wir können auch das seltene Metall für den Eliten abbauen. Das Werkzeug. Jetzt können wir hier seltene Hammer. Awesome. Was ist denn das Bauelement? Mauer. Nein, Wand. Kann jetzt Mauern bauen. Den Wassertank und Goldbarren und Barren eines merkwürdigen Metalls. Ach, das ist das merkwürdige Metall, was wir jetzt abbauen können. Für den Elit. Ah ja, ganz genau das. Goldbarren. Rohgold. Okay, ein Goldbarren bitte. Awesome. Ein Kupferbarren. Sehr schön. Ein bisschen Lehm machen. Viel Lehm machen. Sehr schön. Noch mehr Lehm machen. Was wir mit dem Lehm anfangen können, weiß ich auch nicht, aber wir können es uns leisten hier gerade. Salat können wir auch noch machen. Alles zubereiten, was geht. Tahini-Salat können wir machen. Oh, guck mal. Eigenschaft freigeschaltet. Hab genug Salat zubereitet. Und so. Sehr schön. Na, dann brechen wir auf. Das war ein seltsames Symbol da gerade oben. Gold, Kupfer waren. Salat und so weiter. Alles auf einmal. So, auf geht's. Zur Vulkaninsel, würde ich mal sagen, oder? Einmal auf die Map und schwarzer Vulkan. Zack. Hier können wir auch gleich das Metall abbauen. Das war doch jede Quest. Und gleich ein bisschen Metall mitnehmen für die andere Quest. Ein bisschen seltenes Metall mitnehmen. Wieso nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Natürlich mit dem Vulkan ein bisschen Metall abbauen. Seltsames Metall.
haben wir es doch. Mit dem neuen Hammer kriegen wir das auch weg. So viel braucht der denn, der Ent? Was will denn haben? 10. 10 Metall will er haben. Okay, da müssen wir ein bisschen suchen. Das ist dieses hellblaue, das Türkise. Okay, 2. Ein Metall, ne, jetzt nicht immer ein Metall pro Dings, aber okay, das kriegen wir hin. Das macht auch so noch so ein Glitzer-Sound, wenn man das abbaut. Scheint irgendwie schon außerirdisches, magisches Material zu sein. Zumindest vom Sound her klingt das sehr mystisch und ja, magisch. Aha, 7 haben wir schon. 8. Haben wir gleich die Quest erledigt. Okay, einmal um den Vulkan herum, alles absuchen. Du bist kein seltenes Metall, aber Silber bist du. Das ist gut. Silber können wir auch irgendwann wieder gebrauchen. Da gab es nämlich auch noch mal eine Quest für den Fischer, der ihr wisst schon. Da gab es eine Quest, hol mir einen Gold, einen Silberbarren, damit wir irgendwie Souvenirs basteln und so weiter. Mal schauen, ob ich das aushalte. Hier bis zur nächsten Insel. Ewig lang kann ich hier nicht schwimmen. Sehr gut. Hier abbauen. Neun von 10. Okay, aber hier oben haben wir noch was. Dann sind wir gleich wieder zurück. Zwölf haben wir jetzt. Das dürfte reichen. Naja, hier noch mal schnell. 13. Zum Glück bin ich nicht abergläubisch. Die 13, das ist ein bisschen, ja, manche Leute könnten sich fürchten. Leute, die es nicht besser wüssten, würden sich fürchten. So, ich habe einen besseren Hammer. Jetzt habe ich einen Schmiedehammer. Nicht schlecht. Warte mal, wir müssen über die Elites reden. Elites? Ich habe sie auf Quidditch gesehen. Saimi hat mich gebeten, dich nach ihnen zu fragen. Was machen die Elites in Mara? Kennst du sie? Ich habe die Abhandlungen über die Technologie gelesen. Die Elites sind eine Zivilisation, die vom Fortschritt besessen ist. Koste es, was es wolle. Elites sind gefährlich. Sie beuten die natürlichen Ressourcen vieler Planeten für ihren eigenen Fortschritt aus. Deshalb soll ich denen auch das seltene Metall geben. Und deshalb habe ich jetzt für sie das ausgemeldet. Na toll. Saimi hatte mir gesagt, dass du mir helfen kannst, mehr über sie herauszufinden. Mir sind Elites ziemlich egal. Mir geht es hier auf der Insel gut. So weit weg von allen Problemen. Wir müssen etwas gegen sie tun. Mara ist in Gefahr und du kannst mir helfen. Ich bin für Mara nicht mehr nützlich. Ich glaube nicht, dass ich etwas tun kann. Und ich gebe dir einen Rat. Das Beste ist es, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Lebe gut, lebe geruhsam. Lebst du gut? Ich denke schon. Ich bin mir nicht sicher, dass du nicht einmal einen Stall hast. Bin mir sicher, dass du nicht mal einen Stall hast. Ein Stall? Ja, ein guter Stall. Was hat ein Stall mit dem zu tun, worüber wir gerade geredet haben? Vergiss die Elites und das alles. Das Wichtigste für dich sollte jetzt sein, einen Stall zu bauen und ein geruhsames Leben auf deinem Bauhof zu führen. Ich gebe dir eines meiner Schafe. Das kannst du in deinem neuen Stall unterbringen. Zeigst du mir, wie man einen baut? Bitte. Sehe ich denn aus wie einen Stallarchitekten? Wenn ich nur einen Ankh kennen würde.
Ich kenne einen Anker auf Quilis. Die Anker sind die besten, wenn es um das Bauen von Ställen geht. Geh und bitte ihn um Hilfe. Hilfst du mir danach einen mit den Elites? Wir werden sehen. Na toll. Du hast ein Bauelement, Werkzeugschrank. Rede mit Awan, um zu lernen, wie man einen Ankstein baut. Na toll. Wir kommen hier also doch erstmal nicht weiter. Wir müssen hier erstmal Ställe für die Schafe bauen. Ich will aber keine Ställe bauen. Ich will mich da nicht so hämisch einrichten. Ich will hier... Meine Küken reichen mir. Ich will weitermachen mit der Story. Ich will das... Ich will vorankommen. Ich will das Abenteuer erleben. Ich will Abenteuer hier erleben. Ich will magisches Metall für den Eliten sammeln. Ich will... mit Piraten Abenteuer erleben, neue Sachen kennenlernen, nicht mich heimisch einrichten auf meiner Heimatinsel. Es ist ja ich will hier vorankommen in der Hauptquest, ja, Ruhe finden auf der Insel, das ist ja. Ja. Ich will durch die Ozeane fahren. Abenteuer erleben. Mara erkunden. Mein Sommer in Mara genießen. Mein Sommer auf Mara. Achso, ich muss eh nach Queenies. Deshalb. Das Schaf können wir noch nicht ablegen, weil wir keinen Stall haben. Okay. Na dann, ab in den Norden, auf nach Queenies. Der Sonne entgegen. Jo. Geht die Sonne da gerade im Norden unter? Das ist aber ein bisschen, ja, falsch. Ich weiß nicht. Schon ein bisschen seltsam. Kratz, 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 Bart kratz, Nase kratz, Gesicht kratz. Nervös werde ich hier schon wieder, oder was? Hallo Kua, was möchtest du tun? Meine Nase juckt aber heute. Geh duschen, Zwergi. Nase juckt. Ich brauche einen Stall. Auf meinem Planeten Ankora gibt es die besten Ställe. Sehr gut, kannst du mir beibringen, wie man einen baut. Das Problem ist, dass ich im Moment komplett in Arbeit ertrinke. Dieser blöde Taka und seine Strandbar nehmen mir die wenigen Kunden weg, die ich habe. Wenn ich nur einen größeren Vorrat an Mehl hätte, könnte ich etwas tun. Hast du Weizensamen? Nein. Hast du Weizen? Nein. Hast du eine Mühle? Nein. Du brauchst eine Mühle? Nein. Ich nehme diese Samen und die Blaupause für eine Mühle. Wenn du mir genügend Mehl bringst, habe ich vielleicht genug Zeit, um zu zeigen, wie man Stall baut. Ich will doch jetzt keine Mühle bauen. Bau eine Mühle auf Kursinsel und stell 10 Säcke Mehl her. Jetzt werde ich hier von der Hauptquest aktiv abgehalten. Die Hauptquest erledigen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie... Ich will jetzt nicht meine Insel aufbessern, ich will bei einem neuen Charakter kennenlernen und das mein Boot vergrößern und die restlichen Inseln erkunden. So sieht's aus. Das Spiel lässt mich nicht. Na gut, auf zur Heimatinsel. Bauen wir uns eine Mühle. Wenn es denn sein muss. Was Großartiges wird wohl später noch passieren.
stand vor einigen Parts drin, es wird was Großartiges passieren. Das Großartige wird wohl noch auf sich warten lassen. Die Quest, die ich jetzt hier gerade erfüllen muss, die finde ich nicht so großartig. So, dann muss ich wieder Material für sammeln, wahrscheinlich, wie ich das Spiel kenne. Die Mühle kann ich nicht sofort bauen, da brauche ich erstmal bestimmte. Da brauche ich wieder 50 Eisen und so. Kost erschöpft. Ja, kannst du schlafen jetzt. Bist ja zu Hause. So. Wie können wir unsere Mühle machen? Wahrscheinlich nicht hier. Eine Mühle bauen. Schaf. Ich habe ein Schaf. Tragbares Funkgerät. Mühle bauen, Mühle bauen, Mühle bauen, Mühle bauen. Inventar, Status, Katalog. Hier haben wir Wand, hier haben wir Mühle. Ach, da brauchen wir noch Bretter für. 10 Bretter brauchen wir. Okay, das lässt sich doch machen. Das kriegen wir hin. Brett. Waren es nur 9. Muss ich noch Bäume fällen. Die Kirschbäume lasse ich aber leben. Das wäre schlecht, wenn wir die fällen. Das finde ich nicht so toll. Ein bisschen Baumharz. So, wie viel können wir... Damit können wir wieder nur einen... Ein Baum, ein Brett. Das ist aber ein bisschen unschön. Tja, Katalog. Windmühle 4 haben wir jetzt schon. 4 Bretter. Müssen wir noch ein paar Bäume fällen. Ich will jetzt doch hier nicht alles abholzen, was hier auf der Insel steht. Kann ich auch nicht machen. Orangenbaum fällen. Oh wei, ich habe was drunter gefallen. Da hinten sind noch ein paar Tannen. Vielleicht kann ich die entfernen. Ein bisschen wenig Holz auf der Insel. Die müsste ich mal nachpflanzen. Aber ich habe auch keine Pinienkerne mehr. Das ist blöd. Und ich muss mal wieder durch den Ozean schwimmen und ein bisschen Treibholz sammeln. Das ist ja hier gleichwertig mit dem Holz, mit dem Holzbaum. Mit dem Baum vom Holz, mit dem Holz vom Baum. Eigentlich kann man Treibholz ja eigentlich nicht verwenden, aber ich denke mal, na, geht das natürlich. Also die Kirschbäume werde ich nicht fällen. Natürlich nicht. Die wunderhübschen pinken Blümchen, Blätter. Die pinken Blätter auf den Bäumen. Sieht so schön aus. Tut mir leid, ich habe kein Essen für dich. Was? Ach so. Ja, ich habe das Küken hier fast überrannt. So ein paar Bretter hier. So 5 Bretter. Dann fehlt noch eins. So, ich guck mal gerade. Inventar, wie viel haben wir jetzt schon? Nicht Inventar, Katalog. Eins fehlt noch, ein Brett. Erstmal hier ein paar Äpfel sammeln. Den Baum direkt neben meinem Haus würde ich ungern fällen. Die Tanne, das soll schön mal bleiben. Kann ich den hier kaputt machen, den Zaun. Hm.
bringt aber nicht viel. Naja, vielleicht versuchen wir es mal vielleicht rechts für ein Brett. Das wir hier noch brauchen, um die Mühle zu machen. Es reicht für ein Brett. Zwei Holz für ein Brett. Zur Holzverschwendung. Okay, dann bauen wir mal eine Mühle. Am besten nicht direkt neben dem Haus. Vielleicht hier. Warum nicht? Eine Windmühle. So, eine Windmühle. Aha. Okay, müssen wir erstmal hier drin bauen. Oder auch nicht. Bauen. Cool, hier können wir bauen. Eine Windmühle. Nee, will ich noch ein bisschen verstellen. Ja, hier, warum nicht? Das ist großartig, meine eigene Mühle. Ich muss die Weizenfelder vorbereiten, um die Mehlsäcke zu füllen, die Avan braucht. Mehl. Okay, hier haben wir jetzt eine hübsche kleine Windmühle. Das können wir hier noch säen. Fangen wir da hinten an, direkt am Brunnen. Das macht Sinn. Weizensäcke. 5-mal Mehl anpflanzen. Weizen, ja. So, die Weizenfelder. Ist schon Herbst, dass der Weizen wächst? Oder wie? So, hier mal das Feld voll machen. So, Weizen. Ich meine, heißt das jetzt richtig? In den ersten paar Parts hieß das ja noch andersrum. Da war das Ernten ja das Sehen, das Sehen, das Ernten. Es ist ein bisschen, ja, seltsam. So, noch rüber anpflanzen. Noch rüber anpflanzen, sagte ich. So, Dünger. Ist auch nicht schlecht. Jetzt haben wir wieder zwei Dünger. Zweimal Dünger. Sehr schön, damit es mal schneller wächst. Der Farming Simulator. Der etwas andere Farming Simulator. So, sehr schön. Und schlafen. Na, das Katz. Okay. Und Wasser. Ach ja, die brauchen Mais. Das hier noch wässern. Das Feld bewässern. Und schlafen. Und das Feld bewässern. Sehr schön. Es wächst und gedeiht. Ach, ich kann schon ernten. Sehr schön. Kommandant Lars spielt The Elder Scrolls 5. Die Eulen rollen 5. Himmelsrand. So. Müsste ich doch genug haben, um Mehl zu machen. Kann ich jetzt hier Mehl machen, oder? Und wie läuft das? Mehl. Das kann ich aber nicht an der Mühle, oder? Mehl. Muss ich doch nach Hause, oder was? Wozu ist dann die Mühle da? Mehl kann ich hier machen. Zwölf. 15 Mehl können wir machen. Sehr gut.
das ist genug Mehl. Damit kannst du einiges backen. Die Mühle ist jetzt nur Deko. Ist jetzt nur als Berechtigung da, damit wir das machen können. Verstehe. So einen Ofen können wir uns ja auch noch hinpacken. Das war doch auch. Bauen. Hier Ofen können wir machen. Ne, ich glaube, den stehe ich mir woanders hin. Stehe ich mir direkt hier hin. Nehme ich Kühltruhe. Ne, nicht so. So hier. Sehr gut, neues Rezept. Croissant. So was können wir noch bauen. Können wir gleich mal eine Baufolge machen heute. Tragbares Funkgerät. Das können wir mal bauen. Wo stellen wir das Funkgerät hin? Auch ganz in der Nähe vom Haus. Ja, vielleicht hier hin. Sehr gut. Und Wände können wir jetzt bauen. Eine Mauer bauen. Komm, lass uns eine Mauer bauen. Wir brauchen eine Mauer. Ich baue hier eine Mauer, einfach um mein Grundstück. Chor ist erschöpft vom Mauer bauen. Verstehe. Projekt Mauerbau. Wie viel können wir davon noch bauen? So, haben wir raus. Noch ein Mauerstück. Ah, da müssen wir erstmal den Zaun abbauen. Ich baue jetzt einfach eine Mauer um mein Gebäude. Muss ich ausruhen. Ja, ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Äpfel essen hier. Dann ist wieder gut. So, jetzt wird hier gebaut. Es wird an der Mauer gebaut. Keine Ausreden hier. Schön hier Stück an Stück. Zwei gebaut an der Mauer. Na hier schön, muss ich gucken, dass schön Stück an Stück, damit hier kein Loch in der Mauer ist. Das wäre ja tragisch. Das soll ja nur dicht sein hier. Dann drüber springen kann man sowieso, aber ist zu niedrig die Mauer. Wir müssen sie höher bauen. So, mehr Mauern. So, sehr schön. Ja, eigentlich müssen wir gleich mal den Part beenden wahrscheinlich. Ich baue hier noch die Mauer zu Ende. Machen wir heute Mauerbau hier. Am Ende des Parts. So weit wir kommen. Den Weg dazwischen müssen wir freilassen, damit wir durchkommen. Damit wir selbst durchkommen. Hier eine ganz hübsche Mauer. Na, hübsch. Weiß ich nicht. Ein bisschen zu dolle versetzt. Und sollst du nicht sehen. Oh, okay, jetzt haben wir kein Leben mehr. Müssen wir neues Leben sammeln. Um die Mauer anzufertigen. Wand.
Ja gut, ich glaube, wir müssen zu Awan zurück und dem mal sein Mehl geben. Schaffen wir, glaube ich, heute noch an dem Part. Noch ein bisschen, damit er uns vielleicht im nächsten Part mal den Stall bauen lässt und dann können wir mal ein bisschen die letzten lästigen Aufgaben erledigen, um voranzukommen in der Mission, in der Hauptmission. So schaut's aus. Gerade mal zurück nach Queenies. So, Awan, der war hier relativ an der Promenade. Strandpromenade. Das Restaurant an der Strandpromenade. Ganz genau. Ist zum Glück nicht ganz so weit. Du brauchst einen Apfel. Haben wir noch einen? Wir haben alle selbst gefressen. So sieht's aus. So, ich habe genug Mehl für dich, damit du alles backen willst, was du kannst, was du willst. Hallo, ich habe das Mehl dabei. Lass bitte mal endlich in Ruhe. Was? Nein, hör mir zu. Du lässt ab jetzt Mayo in Ruhe. Sie steht in meinem Rezepte. Sie ist nur neugierig. Ich wünschte, du würdest dein Restaurant endlich dicht machen. So viele Verstöße gegen Hygienevorschriften hier. Sind Ankhaare und Katzenhaare in jeder Ecke. Ich hoffe, dein lächerlicher Strandbar wird von der nächsten Flut weggespült. Das würde dir wohl gefallen, Auf Wiedersehen, der Herr. Auf nimmer Wiedersehen, hoffe ich. Das war heftig. Was war das denn? Sie haben Bram und mich beim Reden erwischt. Und beide wurden furchtbar wütend. Meine Güte, warum? Sie verstehen sich nicht besonders gut. Das haben sie noch nie. Keine Ahnung warum. Für mich sind sie einfach zwei alte Männer. Ja, das sind sie. Hey, hier ist das Mehl. Ah, perfekt. Gerade rechtzeitig, um Taka zu zeigen, wer die besten Fajitas auf Queenies zubereitet. Danke, Koya. Hier hast du deine Blaupause für einen Ankh-Stall. Großartig. Ich werde die Materialien sammeln und dann habe ich endlich meinen eigenen Schafstall. Das ist ein neues Rezept. Butter. Das ist ein neues Bauelement. Stall. Errichte den Stall auf Koas Insel. Gut, das machen wir aber im nächsten Part. Da mich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr ihn auch nicht. Dann werdet ihr gleich benachrichtigt, wenn das nächste Video auf meinem Kanal online ist. Jo. Na dann sehen wir uns auf meiner Heimatinsel im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, habt einen angenehmen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao.